Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe euch heute die 8 Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule mitgebracht. Ein Bewegungsablauf, den ihr immer super zwischendurch machen könnt und ihr braucht nicht mal eine Matte dafür. Die Wirbelsäule hat ja 8 Bewegungsrichtungen, die Vor- und die Rückbeuge, die Seitneigung nach links, nach rechts, die Drehung nach links und nach rechts und die Aufrichtung und Stauchung. Alles das ist in diesem Bewegungsablauf enthalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's! Schön, dass du wieder da bist. Ich bin Jessica und wir beginnen heute in Tadasana, der Berghaltung. Wir üben zunächst ohne Atemführung. Nimm die Arme nach oben über die Seite, komm in eine leichte Rückbeuge, Blick nach oben gerichtet. Knie leicht anbeugen, komm in die Vorbeuge. Wenn du unten bist, kannst du deine Knie wieder strecken, wenn es dir angenehm ist. Knie wieder beugen, komm wieder nach oben, Arme gehen über die Seite. Nach oben, die Handflächen kommen zusammen. Dann neige dich mit deinem ganzen Körper nach rechts rüber. Deine linke Seite wird gedehnt. Press deinen linken Fuß fest in den Boden. Wieder zurück zur Mitte und Seitneigung zur anderen Seite nach links. Rechten Fuß fest in den Boden drücken, um die Dehnung zu verstärken. Komm dann wieder zur Mitte zurück. Nimm die Arme in die Kerzenleuchterhaltung. Drehung nach rechts, deine rechte Hüfte drückst du nach vorne, dass die Hüfte gerade bleibt. Wieder zurück zur Mitte. Drehung nach links, linke Hüfte bleibt vorne. Die Handflächen zeigen beide nach innen. Komm wieder zurück. Arme nach außen nehmen wie Flügel. Komm mit gebeugten Beinen in die Vorbeuge. Nimm dann den Nacken nach oben, die Handspitzen klappst du nach oben. Komm dann wieder in die Vorbeuge. Rechten Arm am Boden lassen, dreh dich nach links auf, linken Arm nach oben zum Himmel strecken. Beide Arme wieder zurück zum Boden. Rechten Arm nach oben nehmen, gen Himmel und aufdrehen. Arm wieder zurücknehmen, Knie wieder beugen, mit geradem Rücken nach oben kommen, Hände wieder nach oben nehmen, Blick gen Himmel und Arme sinken lassen. Das war der erste Durchgang. Jetzt sage ich mit Atemführung an. Einatmung, leichte Rückbeuge, Arme gehen nach oben. Ausatmung, Knie leicht gebeugt, komm in die Vorbeuge. Einatmung, Knie leicht beugen, Rücken gerade, nach oben kommen, Hände zusammennehmen. Ausatmung, Seitneigung nach rechts. Einatmung, zurück zur Mitte. Ausatmung, Seitneigung nach links. Einatmung, kommt zurück, Arme kommen in die Kerzenleuchterhaltung. Ausatmung, Drehung nach rechts, rechte Hüfte bleibt vorne. Einatmung, zurück. Ausatmung, Drehung nach links. Linke Hüfte bleibt vorne. Einatmung, zurück. Ausatmung, Arme ausbreiten, komm in die Tischhaltung, Rücken parallel zum Boden. Einatmung, Finger nach oben klappen, Kopf nach oben nehmen. Ausatmung, in die Vorbeuge. Einatmung, linker Arm geht nach oben. Ausatmung, wieder zurück. Einatmung, rechter Arm nach oben zum Himmel. Ausatmung zurück. Knie wieder leicht beugen. Einatmung nach oben kommen. Ausatmung, Arme sinken lassen. Einatmung, Arme nach oben nehmen, leichte Rückbeuge. Ausatmung, in die Vorbeuge. Einatmung, mit geradem Rücken nach oben kommen. Handinnenflächen zusammen. Ausatmung, Seitneigung rechts.
Einatmung zurück zur Mitte. Ausatmung Seitneigung links. Einatmung zurück zur Mitte, Arme in die Kerzenleuchterhaltung. Ausatmung Drehung rechts. Einatmung zurück. Ausatmung Drehung links. Und zurück. Ausatmung in die Tischhaltung, Arme wie Flügel ausbreiten. Einatmung, Finger nach oben klappen, Kopf leicht heben. Ausatmung, Vorbeuge. Einatmung, linker Arm geht nach oben, Drehung. Ausatmung, zurück. Einatmung, rechter Arm geht nach oben. Ausatmung, zurück. Mit geradem Rücken einatmend wieder nach oben kommen. Hände nach oben. Ausatmung, Arme neben den Körper. Ein letztes Mal. Einatmung, Rückbeuge. Ausatmung, Vorbeuge. Einatmung, komm wieder nach oben, leichte Rückbeuge, Handinnenflächen zusammen. Ausatmung, Seitneigung rechts. Einatmung, zurück. Ausatmung, Seitneigung links. Und zurück. Ausatmung, Arme in die Kerzenleuchterhaltung, Drehung nach rechts. Einatmung, zurück. Ausatmung, Drehung links. Einatmung, zurück. Ausatmung, Tischhaltung, Arme auseinander. Einatmung, Finger nach oben klappen, Kopf nach oben klappen. Ausatmung, Vorbeuge. Einatmung, rechter Arm geht nach oben, Drehung. Ausatmung, zurück. Einatmung, linker Arm geht nach oben und zurück. Einatmung, komm wieder nach oben. Leichte Rückbeuge, Ausatmung, Hände vors Herz. Spür jetzt einfach diesen kleinen, kurzen Bewegungsablauf noch einmal nach. Es ist eigentlich egal, ob du immer in einer Runde die rechte Seite nimmst oder die linke Seite. Es ist also nicht schlimm, wenn du da etwas durcheinander kommst. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir und du bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Jessica.